Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In diesem Video möchte ich reden über Entscheidungen, über die richtigen Entscheidungen. Was sind die richtigen Entscheidungen überhaupt und welche Entscheidungen muss ich im Leben treffen? Wir sehen alle, ich denke, da sind wir uns einig darüber, dass sich zurzeit auf dieser Welt, in dieser Welt, eine ganze Menge verändert. Nicht nur in unserem persönlichen Leben. Ja klar, es gibt immer Veränderungen. Veränderung gehört mit zu unserem Leben. Aber manchmal sind die Veränderungen auch sehr schnell und sehr groß. Nicht nur in unserem persönlichen Leben, in unseren persönlichen Leben, sondern tatsächlich auch in der Welt. Wir sehen, dass Strukturen, die es gab, dass die nicht mehr so selbstverständlich sind. Dass es Länder gibt, die sich aus diesen Strukturen versuchen rauszuziehen, dass es neue Seilschaften gibt, neue Verbindungen, neue Absprachen. Wir sehen auch in manchen Ländern Regierungen, wo wir uns als normale Bürger vielleicht fragen, was ist das für eine Regierung? Wieso haben wir so etwas gewählt? Ja, manchmal hat man ja die Wahl. Wir können immer wählen. Eine Demokratie heißt, ich darf wählen. Aber ich kann ja als Bürger nur immer wählen, aus den Möglichkeiten, die es gibt. Und wenn ich da also 5 Blinde hinstelle und einer mit einem Auge, dann wähle ich vielleicht denjenigen mit einem Auge. Wie heißt es so schön? Im Land der Blinden ist der Einauge König. Es kommt immer auch auf die Wahl drauf an und auf diejenigen, die ich dann den Bürgern zur Verfügung stelle. Auch so funktioniert Demokratie. Und wir haben zurzeit in einigen Ländern Regierungen, wo die Bürger sagen oder vielleicht gar nichts mehr sagen, sondern mit dem Kopf schütteln. Weshalb entwickelt sich das gerade so? Warum findet das gerade alles statt? Das sind ganz viele Fragen, die ganz viele Bürger nicht beantworten können. Und da kommen wir auch zu dem Thema Entscheidungen. Die Entscheidungen, die ich treffe, sind immer verantwortlich dafür, wie sich mein Leben weiterentwickeln wird. Ursache und Effekt. Wichtig ist, dass ich eine Entscheidung treffe. Ja, es gibt Menschen, die sagen, ich treffe mal lieber keine Entscheidung, ich lasse es mal laufen. Ich lasse es mal laufen, führt sowieso zu Chaos. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das weiß jeder, der schon einmal etwas hat laufen lassen oder nicht ordentlich hat organisiert, eine wirkliche Entscheidung getroffen. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann kann ich richtige oder falsche Entscheidungen treffen. Ja, so weiß jeder. Aber was ist denn nun eine richtige und was ist eine falsche Entscheidung? Wenn ich die Entscheidung treffe, aus der richtigen Motivation heraus, aus der Motivation der Verbindung mit meiner Seele heraus, aus der Verbindung meines Herzens heraus. Wenn ich eine Entscheidung treffe, aus der Motivation heraus, das Richtige tun zu wollen, etwas, was den Menschen gut tut, was natürlich mir gut tut, vielleicht meiner Familie gut tut, aber was auch der Menschheit, den Menschen gut tut. Und das können niemals absurde, sofortige Entscheidung sein. Eine richtig gute Entscheidung muss überlegt sein. Manchmal heißt es, und das ist etwas, was ich selber auch sehr oft zu Hand habe, auch wenn ich böse bin auf jemanden und sofort reagieren möchte, ich sage immer, 3-mal eine Nacht darüber schlafen. 3 Nächte vergehen lassen. Ihr werdet feststellen, das wirkt Wunder. Wenn ich nicht weiß, welche Entscheidung ich treffen soll, egal in welchem Bereich, es spielt keine Rolle. Ja, wenn ich sage, okay, ich schlafe mal 3 Nächte darüber und das gilt für alles. Es gilt eigentlich sogar auch dafür, wenn ich ein neues Kleidungsstück kaufe. Für ein Auto sowieso was Großes oder ein Haus, aber sogar für jedes kleine Teil. Wenn ich 3 Nächte darüber schlafe, sieht die Welt anders aus. Und fällt meine Entscheidung womöglich auch anders aus. Auch wenn ich zum Beispiel böse auf jemanden bin und ich will sofort anrufen, sofort einen Brief schreiben, sofort etwas klarstellen. Wartet 3 Nächte und ihr werdet ganz andere Worte finden.
Die Entscheidung, die ich dann treffe, kann niemals eine falsche sein. Eine Entscheidung, die aus dem Herzen kommt, auch wenn sie vielleicht so aussieht, als sei sie falsch, auch wenn es vielleicht dann Folgen gibt, wo ich denke, na, das gefällt mir doch nicht so gut, hätte ich mir anders vorgestellt, es wird niemals eine falsche Entscheidung sein. Was hat das jetzt mit den Sachen zu tun, die ich ganz am Anfang erwähnt habe? Wir leben in der Zeit der ganz großen Veränderung. Und wie gesagt, viele Menschen fragen sich, welche Regierungen haben wir jetzt? Was soll das alles? Einige reagieren aggressiv. Wir werden es ihnen zeigen. Andere wissen nicht mehr, was los ist und tun gar nichts. Alles muss genauso sein, wie es ist. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, ob wir Menschen sind, ob wir mit dem Herzen entscheiden, ob wir mit dem Herzen handeln, ob wir mit offenem Herzen, aus der Seele heraus, aus purer Liebe heraus handeln. Es bringt nichts, rumzuschreien. Es bringt auch nichts, eine neue Regierung oder was auch immer, eine neue Strukturen oder was auch immer zu fordern. Ihr werdet sehen, in der großen Politik bedeutet das letztendlich immer das Gleiche. Zwar in einer anderen Farbe, vielleicht sogar in einer anderen Richtung, manchmal sogar in eine Richtung, die wir gar nicht haben wollen. Wo wir dann später merken, wir sind vom Regen in die Traufe gekommen. Deswegen ist es unglaublich wichtig zur Zeit, wichtiger als jemals zuvor und meiner Meinung nach auch wichtiger als jemals zuvor, nein, nicht jemals zuvor, wieder unglaublich wichtig, vor allen Dingen in Europa, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Für mein eigenes Leben, aus der Situation heraus, aber auch für die ganz großen Strukturen, für das, was ich tun kann. Versucht wirklich in der Liebe zu bleiben oder in die Liebe hineinzukommen. Das ist jetzt wichtiger als jemals zuvor. Und wir sehen, dass auf ganz vielen Ebenen, in ganz vielen Bereichen versucht wird zu spalten. Menschen, die nicht zusammenhalten, Menschen, die nicht in der Liebe sind, solche Menschen lassen sich unglaublich leicht manipulieren. Wenn ich Menschen nur genug Angst einrede und sie genug isoliere, Grüppchen forme, ja, mit Hilfe von sehr cleveren, auch psychologischen Maßnahmen, psychologischen Verfahren. Und glaubt mir, da sage ich es wieder, das glaubt mir, was ich nicht so oft sagen möchte. Aber diejenigen, die so etwas versuchen, die wissen, wie sie es tun. Der Teufel, die negative Seite, ist cleverer, als wir uns vorstellen können. Solche Methoden werden angewandt. Sie wurden immer angewandt und sie werden nach wie vor angewandt. Aber wir sind jetzt in der Zeit, in der wir erkennen, was los ist. Ich persönlich glaube, dass wir noch nie in einer Zeit waren, in der es so deutlich war, in der wir so viele Möglichkeiten hatten, zu erkennen, was sich wirklich abspielt, zu erkennen, auf welche Art und Weise die negative Seite sich tarnt, die Dunkelheit sich tarnt und versucht uns mit einem Trick zu überzeugen davon, dass es das Licht ist, dass es die gute Seite ist. Wir haben jetzt die Möglichkeit, genau hinzuschauen. Und genau hinzuschauen heißt vor allen Dingen, mit dem Herzen zu denken, mit dem Herzen zu fühlen. Fühlt es sich gut an? Fühlt sich das so an, als wenn diejenigen, die mir das erzählen, in der Liebe sind? Fühlt sich diese Denkweise, diese Einstellung, fühlt sich das an wie Liebe oder fühlt es sich anders an? Mit dem Herzen denken, mit der Seele fühlen, in Verbindung sein mit meiner Seele, das ist wirklich die Lösung für all das, was gerade auf uns zukommt. Wir haben die Chance, jetzt so stark
wie niemals zuvor. Und mehr Menschen erkennen das. Mehr und mehr Menschen erkennen, wir können nicht wachsen dadurch, dass wir uns spalten lassen. Wir können nicht für Frieden sorgen hier auf dieser Erde, indem wir uns spalten lassen. Es geht einzig und alleine gemeinsam. Und es ist natürlich super leicht, das zu sagen in Zeiten, in denen es mir gut geht. Gerade in den Zeiten, in denen ich ganz große Herausforderungen habe. Da wirklich das Herz zu öffnen, wirklich mit dem Herzen zu denken, wirklich aus der Liebe heraus die Verbindung zu meiner Seele aufzubauen und die Entscheidung zu treffen, egal ob es die richtige oder die falsche ist, auch wenn es sich nicht so anfühlt oder wenn es nachher manchmal nicht so aussieht, nicht sofort. Ich kann keine falsche Entscheidung treffen, wenn ich sie mit meinem Herzen treffe, aus der Seele heraus, aus der Verbindung zum Schöpfer heraus. Wenn meine Motivation eine ganz ehrliche ist, eine offene, eine, die nicht nur mir gut tut, sondern auch anderen Menschen gut tut. Wenn ich versuche, da die beste Lösung zu finden. Nur eines ist da die große Voraussetzung, dass ich überhaupt eine Entscheidung treffe. Wir haben jetzt die Chance, wir haben die Möglichkeit. Die hatten wir so wahrscheinlich auf dieser Erde für diese Menschheit noch nie. Wir wachsen gerade zusammen, auch mit Hilfe von Jahrtausende altem Wissen, was jetzt zur Verfügung steht. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.